Willkommen, wir sind wieder bei Closing Store Simulator, alles aufgefüllt und wir haben Schuhe. Auch wenn ich nicht glaube, dass das hier wirklich reichen wird und ich glaube, von den Spiegeln werde ich auch noch mehr hinbauen. Aber warten wir erstmal ab. Wir machen erstmal auf, wie sich das hier verkaufen wird. Und in der Zwischenzeit will ich mal kurz was nachgucken. Erstens, wann kriegen wir die nächste? Auf Stufe 17, alles klar. Mann Bluse, Mann Kurz, Mann Trainingsanzug, Mann Shirt und Frau Trainingsanzug. Okay, viermal Mann, einmal Frau. Alles klar, dafür kommt danach nur dreimal Frau. Kleid, Bluse, T-Shirt. Spezielles Design weiß ich. Stuhl, Speaker 1. Ich will wissen, ob wir noch andere Lautsprecher kriegen, die vielleicht nicht so klobig sind. Wohl, aber ehrlich gesagt, wenn der Speaker 1 steht, dann müsste es doch auch 2 oder so geben, ne? Ich sehe hier nur noch Pflanzen. Nur noch Pflanzen hier. Kommt wohl noch, ist wohl noch nicht fertig. Aktuell gibt es wohl nur Speaker 1. Ja. Okay, mehr wollen wir nicht wissen. LAN ist voll, das Lüft. Und die nächste... Oh Gott, das habe ich vergessen zu gucken. Und die nächste Erweiterung, die gibt es... am 19 erst. Okay. Lager müssen wir auch mal gucken. Lager will ich ein bisschen sortieren. Dafür brauchen wir halt auch Geld, ne? Was ist denn hier los? Was lässt jemanden vor? Nee. Schlimm, diese Mobbing-Kunden. Mann. Aber ist noch alles am Start, ne? Lohnt sich noch nicht. Ah, guck mal, die grabbeln Schuhe weg von unten. Das ist gut. Das heißt, oben sind Ausstellungsstücke. Das geht noch. Na? Okay, das geht so nett. Männer-Turnschuhe brauchen wir 2. Nimm mal 3 mit. Schon besser? Die kaufen mir echt gut Schuhe. Oh ja. Money. Okay, aber ansonsten klamottenmäßig ist euch noch alles gut am Start hier. Die sind schon gut leer gegrabbelt. Sollte aber noch reichen. Wichtig sind die hier halt, weil die immer so schnell leer sind, ne? Oh, Holz oder Schuld können wir wieder ausstellen. Ne? Auffüllen, da 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar. Oh Gott, jetzt fehlen sogar noch mehr. Passt aber soweit alles. Was denn das? Sag mal, geht's euch gut oder was? Schmeißt ihr doch nicht die Schuhe durch die Gegend? Ich glaub's ja nicht. Ansonsten passt alles. Jo. Laden ist auch gut besucht. Geld kommt wieder rein. So, hängt ein Holzfällerhemd. Dann kommt hier mit hin. Bitte. Die Schuhe gehen weg wie warme Semmel. Noch geiler aber. So, hingeschmissen haben sie hier nichts heute. Na Junge, was gibt's denn da zu glotzen, hä? Kaufen, nicht gucken. Die Holzfällerhemden füllen wieder 5 und von den Männerjeans füllen auch 5. Kriegen wir hin. 1, 2, 3, 4, 5 und von den... Den. Welche waren das jetzt? Jeans da, genau. 1, 2, 3, 4, 5. Gedächtnis wie ein Sieb. Schlimm. Okay. Haben sie schon wieder weggegrabbelt in der Zwischenzeit? Der hier wird gut gekauft. Schon muss ich ein bisschen den Blick machen. Jo. Die Männer-Turnschuhe müssen auf jeden Fall wieder hin. Auf jeden. Oh ja, okay. Die Damen-Turnschuhe sind auch gleich leer. Stiefel gar nicht so extrem, aber die Turnschuhe, die gehen rucki-zucki leer. Holzfäller-Shirt. Bitte. Aber ansonsten, das meiste ist noch da, ne? Ja. Jetzt haben wir eh 9 Uhr, mehr Kunden kommen nicht. Ne. Wo sind die letzten? Hängt noch was drin? Nee. Wie schnell ist die Dame wirklich nicht? Aber gut, es lüft. Alles klärchen. Kümmern wir uns mal kurz um die Schuhe. Wir brauchen nochmal Männerturnschuhe. Die müssen wir auf jeden Fall nachbestellen.
Jo. Und Männerstiefel brauchen wir auch zwei. Dem. In zwei. So, wir brauchen zwei Damenstiefel und einmal Damenturnschuh. Einmal davon und zwei davon. Schön. Wir machen erstmal den Talk zu Ende hier. Produkte nicht gefunden. Das waren bestimmt die Schuhe, die gerade leer waren. Ist nicht schlimm. Laden Level 16. Aber im Großen und Ganzen, klar, teure Kosten und so. Wir haben Gewinn gemacht. Was will man mehr? Kann man sich nicht beschweren. Bestellen machen wir gleich. Jetzt checken wir hier einmal ab. Wir brauchen 6 Kläutchen und 3 Röckchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und hier. 1, 2. War das zu viel? Oder? Nö. War genau richtig. So, 3 Blumenröckchen und 5 von den Jeans. 1, 2, 3 und 5 von den Jeans, die da. 1, 2, 3, 4 und 5. Wunderbar, auffüllen müssen wir es ja. So, von den Sweatshirts 2 und von den Bullies 3. 1, 2 und von den Bullies 3. 1, 2, 3. Von den pinken Fällen auch 3. 1, 2, 3. So. Dankeschön. Oh, fehlt hier überhaupt was? Nur 3 Stück, ne? Nur 3 Stück. Gut, da fehlen ein bisschen mehr, aber von den hässlichen Blüschen fehlen nur 3. 1, 2, 3. Von dem anderen kann ich gleich eine komplette Handvoll mitnehmen. Von den Dingern da. Okay, 9 Stück waren es. Und hier, da fehlt auch so viel, ne? Jo. Gott, wir müssen unbedingt nachbestellen. Unbedingt. Hier waren auch 9. Gut, Unterhöschen fehlen 2, hier fehlen 4, das muss 6, da fehlt auch 2, okay, 8. Und nicht wieder falsch rechnen, ja? So, 8. Waren 2 zu viel? Passt doch perfekt. So, von den Männerjeans fehlen 2 und von der Holzfällerschutz 3. Dem 1, 2. 1, 2, 3. So, Männerpullis 2 und Weihnachtspullis auch 3. Männerpullis 2 und da 3. 1, 2, 3. So, unsere Designer-Shirts 1, 2, 3, 4, wenn ich es richtig sehe. Alles klärchen. 1, 2, 3, 4. Und hier, das sind 8, wenn ich es richtig sehe, ne? Och. So. Aber hätten wir das zumindest wieder voll? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schön. So, dann wird das zumindest alles wieder voll hier. Den müssen wir mal kurz auf die Bestellung gehen. Erstmal Rechnung. Jetzt soll. Und hier auch einmal. So, jetzt müssen wir eh bestellen. Wohnerspulli. Rinnen. Dirren. Dirren. Ich glaube, wir müssen fast alles. Die jetzt noch nicht. Aber die noch einmal. Die. Das passt noch. Der muss auf jeden. Der muss auch. Davon brauchen wir definitiv auch mehr. Also Schuhe brauchen wir nicht alle nochmal. So, den nicht, den auch nicht, den schon. Die Unterhöschen nochmal. Sehr schön. Wir bestellen das Ganze erstmal.
teuer, das Ganze, ne? Aber gut. Was tut man nicht alles, um Geld zu verdienen? So, die kommen hier drin. Sehr schön. Wir können ja auch erst, glaube ich, 19 oder so war das, ne? Die nächste Marke. Wir gucken gleich nochmal. Ich habe schon wieder vergessen. Die... Ne, 17 war es, glaube ich. Wo sind die Männer, Steven? Die kommen natürlich auch da drin. Dankeschön. Dem. Dem, dem, dem. Das sind Dormen-Stiefel. Dem, dem. Leider kann man auch nicht viele davon tragen. Die müssen unglaublich schwer sein. Dem, dem, dem. Die hässlichen Blüschen, die hauen wir auch mal drin. Das sieht schon alles so wenig aus, als kommt, weil wir so viel auf den Regalen haben. Das täuscht, ne? Aber passt erstmal so. So, das sind nochmal Männerstiefel. Dankeschön. Die guten Weihnachtspullis. Die wollen doch. Dankeschön. Damenschuhe. Wow, haben wir eine Unterhose mit oben raufgekriegt. Mensch, bitte. Aber würde ich jetzt mehr Kundschaft haben, warum nicht, ne? Zack. Das sind nochmal Männerschuhe. Dankeschön. Dim, 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 dim. Hau rein. So, jetzt haben wir es hier auch gleich weggeräumt. So, warte mal, da drin. Die kommen natürlich hier drin. Schön, alles weg von der Straße. So muss es aber auch. Ein Träumchen. Ich bin jetzt noch überlegen. Warte mal, ich gucke jetzt erstmal. Die nächste Marke wäre bei 17. Alles klar. Und umso mehr Wachen wir dazu kriegen, umso mehr Chaos entsteht im Lager. Das Lager erstmal richtig zu machen. Erstmal geht das hier ja so. Ich bin echt da überlegen. Kaufen wir zwei Lagerregale. Möbel. So. Bip, bip. Auf erstmal. Kartons werden wir gleich auch noch benötigen. Aber eins nach dem anderen. So, das wird diese Sachen erstmal die Frauensachen, dort erstmal die Männersachen, würde ich sagen. Warte mal. Nimm den mal kurz weg. Hier so ein leeres hin. Steht richtig dran? Ja, ja. So, dann wird das hier Frauenabteilung. So wurde man. Haben wir hier den Frauenpulli? Das sind ja, ne? Ich glaube ja. Übereinander stapeln können wir nicht, aber wir könnten rein theoretisch noch was vorstellen. Ich will jetzt mal was ausprobieren. Er soll jetzt nicht davor stehen bleiben, aber wird das gehen? Nein. Wird nicht gehen. Oder ich ist einfach nur da dran, weil es da oben ist. Warte mal. Mal hell hier. Auch wird rein theoretisch gehen. Zwei Stück voreinander stellen. Übereinander geht nicht. Bis oben geht's halt nicht, ne?
Und ich doch halt nicht bis nach hinten rankomme. Das ist natürlich doof. Vielleicht wird man irgendwann nochmal größer oder man kriegt eine Leiter oder so. Das wäre ganz gut. So, den dann nehmen. Ich will hier, dass wir später nicht jetzt, das können wir uns gar nicht leisten, von jedem immer zwei Kartons haben. Hier sollen jetzt erstmal nur Damenoberteile rein. Nur Oberteile. Dankeschön. Kleid bezeichne ich mal als Oberteil. Bedeckt ja auch schließlich auch oben. Danke. Da sind nochmal. So. Der würde denn hier hinkommen. Also davor sollen denn später andere Sachen. Also die gleichen nochmal. So, Damenoberteile haben wir nicht mehr, ne? Das ist ja ein Männer, das müssen wir für Damen auch noch machen. Wäre zumindest schön. Gut, und Damenunterteile sollen eigentlich ein eigenes Regal kriegen. Ein Moment. Gerade? Einigermaßen, ne? Gut, Damenunterteile. Zack. Dann ist das alles ein bisschen sortiert. Bitte sehr. Ist auch noch ein Damenunterteil. Genau wie das. Hier die Hose noch. Allgemein, wir haben so viele Klamotten für Frauen und kaum was für Männer, ne? Gut, das ist wohl eher neutral. Da steht ja nichts drauf. Ist für beide. Schuhe soll auch extra. Aber mal gucken, dass die Regale. Wir stellen ihn erstmal dichter ran, aber. Da ich noch nicht genau weiß, wie weit das hier nachher geht. So, aber warte mal. Den nehmen wir kurz weg. Hier sollen jetzt auch erstmal nur die Oberteile rein. Zack. Zack. Bitte sehr. Im Moment haben wir ja nur ein Unterteil für Männer. Nur eins. Lohnt sich da überhaupt extra? Im Moment noch nicht. Später kommt vielleicht noch mehr. Im Moment, wir stellen es erstmal damit rein. Schuh ist auch erstmal gut, aber so haben wir es ein bisschen sortierter im Lager. Finde ich. So, und dann werden wir... Nein, das wollte ich nicht. Da, nein, jetzt ist es gut hier. Damit beschäftigen. Arbeitskleidung erstmal. Viel, viel wichtiger. So, aber wir haben nur für Frauen. Wir brauchen noch für Männer. So, und das sind vermutlich die Auffüller. Da passt das Auge, finde ich, ganz gut. Haben alles im Blick, die Jungs. Und die lassen wir auch in Schwarz, glaube ich. Schwarz sieht gut aus. Da können wir die zumindest auseinanderhalten. Schön. Und was ich auch noch möchte, da gehen wir einmal auf Großhändler. Spezielles Design. Hätte ich mich gern auch noch für Frauen. Können wir das einfach kopieren? Wahrscheinlich nicht, ne? Achso, das sind verschiedene Schnitte, alles klar. Für Frauen natürlich, genau. Also entweder nehmen wir Duster oder ich finde das ja nicht hübscher. Ehrlich gesagt, hätte ich gern das gleiche wie das andere. Ich dachte, wir können es einfach kopieren. Ah, können wir nicht. Aber wir versuchen es mal so ähnlich hinzukriegen. Was haben wir denn oben drüber? Ich weiß es nicht mehr. Dafür hatten wir die Farbe Blau. Wie sind wir nochmal auf die Farbe gekommen? Gute Frage. Nee, sind wir noch bei Aufkleber? Farbe da. Obwohl das gar nicht aussieht wie Dame, ne? Wenn ich mal ehrlich bin. Hab aber Frauen eingestellt. Was ist denn das jetzt? Was tust du da? Wieso ist denn der jetzt aus Schwarz gesprungen wieder? Mensch. Was tust du da? Wieso springt der hier auf andere Farben? Obwohl Rosa auch was hätte für Frauen, ehrlich. Aber ich wollte hier dasselbe Muster eigentlich für Frau und Mann.
So, auf jeden Fall muss sie denn jetzt nochmal drauf. Aber nein, nicht so. Rückgängig. Drehen einmal, ja? So. Einmal von vorne. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Ding aussieht. Wir kaufen es erstmal. Ah, wir haben hier noch dieses... Steht ja auch Mann-T-Shirt. Hier steht aber auch Mann-T-Shirt. Was? Obwohl hier das weibliche Zeichen ist. Was habe ich denn da gemacht? Warte mal. Bearbeiten. Wir können ja keine Änderung vornehmen, bevor der Bestand aufgebraucht ist. Wir haben noch dieses Rigrock drüber. Aber er zeichnet das immer noch als Mann. Warum auch immer. Wie kriege ich das Ganze denn jetzt auf den weiblichen Schnitt? Da können wir es nur ausblenden. Das Kleider, ne? Das ist eine berechtigte Frage. Das sind nur die Muster, die er nicht mal nimmt. Okay. Aber wie gesagt, er springt nicht. Hier unten schon, aber er springt hier nicht. Auf dem weiblichen Schnitt. Warum auch immer. Ist vielleicht noch nicht so ganz optimal. Schade eigentlich. Wie gesagt, ich hätte das schon gerne, wenn immer den Pinsel breiter, im weiblichen Stil gehabt. Weil das ist ja immer noch der männliche Stil. So, und darüber hatten wir dieses React oder Peace. Peace ist das. Wie gesagt, das ist ja das gleiche wie das andere jetzt. Wieso geht das denn nicht in den weiblichen Schnitt? Muss ich nicht verstehen, ne? Hier ist zwar das weibliche Zeichen, aber 10-mal Mann-T-Shirt. passt schon. Stellen wir auf jeden Fall 2-mal. Und dann sind wir auch beide. Okay. Das ist wohl neutral, wa? Das Problem, was wir gerade haben, das ist jetzt doof. Wir haben kein Regal, ne? Warte mal, wir können uns doch bestimmt noch eins leisten. Ein kleines zumindest. Möbel. Na gut, aber ich glaube, da passt nicht allzu viel drauf. Dann können wir uns eh nicht leisten. Wir erstmal noch so ein Standardregal nehmen für den Anfang. Mehr können wir uns eh nicht leisten. Ja. Also entweder ist das noch nicht so ganz ausgereift oder ich habe es noch nicht verstanden. Worauf wir kriegen die selbstdesignten Sachen irgendwie noch keinen weiblichen Look. Kann aber auch sein, dass es verkehrt gemacht. Abgesehen davon, das kauft ja sowieso jeder alles hier. Wir können uns bloß keinen Karton mehr leisten fürs Lager. Und normalerweise müsste das hier mit rein. Stellt sie erstmal neben. Das weibliche Zeichen ist ja drauf, aber halt. Ich verstehe es nicht. Das ist eigentlich ganz ähnlich. Ich verstehe es wirklich nicht. Ah, gut, jetzt können wir das natürlich nicht mehr bearbeiten. Kommt vielleicht noch. Wir machen erstmal auf. Er verändert zumindest den Schnitt nicht. Ich hätte ja gern, dass das den männlichen Schnitt hat und das andere halt das weibliche Schnitt. Ah, das lief schon.
mich jetzt männlich angezeigt. Oder ist das hier jetzt neutral? Wäre unmöglich, ne? Diese Boxen. Das ist klar. So, dann kauft mal schön ein, Freunde. Lasst viel Geld da. Aber nicht zu viel wegrabbeln. Ich muss alles wieder auffüllen. Wir bestellen gleich noch einen Karton. Wollt ihr das erste Mal Geld verdient haben? No? Gucken, aber nichts mitnehmen oder was? Das sind die richtigen. Noch ist ja niemand zur Kasse. Jetzt geht jemand zur Kasse. Ein Teil. Aber es reicht für einen Karton. Es reicht für einen einzelnen Karton. Das ist. Schön. Danke, nimm mit. So, nach hinten bitte. Bitte. Die rennen hier rein, um sich hier Sachen anzuglotzen? Echt jetzt? Mei, oh mei, oh mei. Oh, wer soll das da rein? Schön. Ja, ich glaube, das mit den Wänden, auch wenn ich das so hübscher finde, ehrlich gesagt, bringt zu nichts. Die wollen sich halt die Schaufensterpuppen angucken. Okay, Röckchen müssen wir einmal auffüllen, die kleinen kurzen. Kommen wir hier jetzt? Und das mit dem Designer schnell, das kriegen wir noch raus. Das ist nur eine Frage der Zeit. Okay, wir müssen auch mal Männerstiefel auffüllen. So, wir müssen auch Damenstiefel und Turnschuhe auffüllen. Oh ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh Gott. Graben jetzt auch alles auf einmal raus da. Da gibt es jetzt bestimmt Gemecker, dass irgendwas nicht da ist. Garantiert. Rumliegen tut hier nix. Okay, uns fehlen 5 Blumenröckchen. Die sind da. 1, 2, 3, 4, 5. Na toll. Ach, können wir wieder ins Lager packen, ne? Das ist ja nicht das Problem. Da. Ansonsten ist das meiste aber noch Unterhöschen. Können wir gleich nochmal auffüllen. Da. Filmpor. Gut, aber mehr Kunden kommen nicht, ne? Ne, ne. So, hängt hier noch was rum? Kommen Sie da bitte mal raus. Wir haben geschlossen. Danke. Natürlich hängt er was rum. Einmal Röckchen und ein Unterhöschen. Bitte. Gekauft wurden die auf jeden Fall auch. Und die ist sehr gut hier. Oh ja, okay. Also, wie es aussieht, irren die durch den Laden, wenn die Kasse voll ist. Die. Das waren die hier. Dann nehmen wir mit. Ich glaube, das reicht nicht mehr. Doch, voll. Hat gerade eben so gereicht. So. Männerhöschen fehlen 3. Solange die Kunden nicht wechseln, kann ich ja noch ein bisschen was einräumen. 1, 2, 3. Und Holzfällerhemden fehlen sogar ganze 8 Stück. Doch.
so, Männerpullis fehlen treu. Okay, wir wenden gleich den Toch. Männerpullis. 1, 2, 3. Das gab garantiert Gemäcker, da bin ich mir mal gespannt. So schnell kam ich gar nicht hinterher. Jo, da, Produkte nicht gefunden. Einer, zumindest nur einer. Trotzdem, gut verdient. Das freut mich. So, dann machen wir mal kurz weiter. Uns fehlen noch 3 Weiner-Pullis. Und die halt noch, ne? 3 Weiners-Pullis. 1, 2, 3. Dankeschön. Ja, und die Dinger hier. Können wir, glaube ich, gleich 10 Stück mitnehmen. Na gut, 8 fehlen. Gut, meine Damen, müssen wir mal gucken. 4 Kleuder und 5 Röckchen. So, 4 Kleider. 1, 2, 3, 4 und 5 Röckchen. Die haben wir natürlich hier. So, warte mal. Hängt was in den Umkleiden? Nein. So, die Jeans fehlen auch 4. Wow, meine Stretch fehlen sogar 6. Okay, 4 Jeans. 1, 2, 3, 4 und hier 6. Schön, schön. So, da fehlt nur einer bei den Pullis und bei den Rosanen fehlen 4. So, da fehlt nur einer und bei den Rosanen 1, 2, 3, 4. Oh, alles klärchen. So, und da fehlt auch nur einer. Also ich glaube, das werde ich nochmal komplett neu machen. Bei beiden, das geht so nicht. Ich werde das nicht mehr nachbestellen. Die Bestände werden wir verkaufen und dann ist gut. So, hier fehlen nur 2, wenn ich es richtig sehe. Und bei dem hier fehlen 3. Boah, 1, 2 und hier 1, 2, 3. Jupp, und hier fehlen genau 5, ne? Jupp. 1, 2, 3, 4, 5. Aber wir müssen trotzdem dringend nachbestellen. So, Schuhe noch einmal auffüllen. Okay, uns fehlen 2 Kartons Damentonschuhe. Machen wir erstmal. 1, 2. Und ich glaube, Männer fehlten auch 2. Bin mir nicht so sicher. Ja. So, und es fehlt noch 1 Karton Männerturnschuhe. Dem. Danke. Schön. Den einmal Rechnung bezahlen und natürlich bestellen. Ich glaube, neue Sachen werden wir jetzt erstmal nicht. Ich glaube, wir hatten Level Up, aber, oder? Ja, ja, könnten wir, aber das machen wir jetzt im Moment nicht. Wir müssen ja erstmal hier überhaupt klar Schiff kommen. So, den brauchen wir nicht. Den auch nicht. Die auf jeden Fall. Die auch. Den nochmal. Das nehmen wir mit. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Die sind auch echt teuer, ne? Nehmen wir 2-mal mit jetzt. Genau wie die. Aber wir da mal ein bisschen Vorrat kriegen. Das wird teuer. Deno Honor. Deno Honor. Deno Honor. Oh ja. Ich hoffe, es kommt hin mit dem Geld. Ja, ja. Dankeschön. So, was noch immer die Männer-Turnschuhe? Ey, die Röckchen wollte ich noch nicht. So, darin bin ich. Schon gut, dass die ganzen Schuhkartons in den kleinen Karton passen, ne? Schon irgendwie praktisch. So, die Männerhöschen. Danke. Dim, dim.
Dorman Jeans. Wir sind nochmal Dunju. Dankeschön. Draußen, ja? Ich will ja nur, dass wir da ein bisschen was auf Vorrat haben. Danke. So, die können ich auch gleich mal rein. So, das sind die guten Dorman-Stiefel. Die kommen natürlich da rein. Ich wünschte, da könnten wir ein paar mehr von mitnehmen. Damen-Turnschuh. Einen Schritt damit drauf. Hier, darin. Danke. Kannst du ja nicht stehen lassen da draußen. Da klaut doch der Nächste. Dankeschön. Aber wir haben es auch gleich. Schön. Was sind hier nochmal Stiefel? Gut, aber die haben wir jetzt schön auf Vorrat. Das ist gut. Das sind Männer-Holzfäller-Schulz, genau. Einer zumindest. Was sind nochmal Männer-Stiefel? Ah, die Schuhe, ne? Die nehmen eine Menge Platz weg. Da bitte, ja. Jo, das ist definitiv Männer. Danke. Gut, aber der größte Teil ist weg von der Straße. Das ist doch schon mal schön. Das sind nochmal Männerstiefel. Zumindest haben wir jetzt von jedem Schuh auch mal 20, über 20 im Lager liegen. Das ist auch schon mal schön. So, warte mal. Der dorthin. Genau, das ist für die Daumen. Das kommt hier hin. Schön, haben wir doch alles runter. So, Lager sind gut gefüllt. Wie gesagt, das bestelle ich jetzt absichtlich nicht. Das machen wir nochmal komplett neu. Irgendwie kriege ich das nämlich nicht im Darmlook. Das ist nicht schön so. Und ansonsten, dann müssen wir mal gucken. Neue Marke könnten wir zwar schon. Aber ich will auch erstmal erweitern. Die Frage ist, wo will es hier weiter? Wahrscheinlich in die Richtung, ne? Die Ecke hier wahrscheinlich. Die da, vermute ich mal. Werden wir aber sehen. Aber es waren 19, ne? Die nächste Erweiterung. 19, ja gut, da sind wir relativ schnell da. Kostet 6.000, müssen wir eben ein bisschen Geld sparen. Unsere Einkaufstasche können wir inzwischen auch designen. Juhu. Ah, muss also auf Zurücksetzen klicken. Okay, wir können Papiertüte, oder? Ah, jetzt glaube ich, weiß ich auch, wie das mit den Klamotten funktioniert. Sieht doch schick aus. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Wir können einfach nur eine Farbe oder können wir... Gut, ich könnte natürlich mehrere Farben nehmen, ne? Das ist klar, aber... Ich glaube nicht, dass ich es gerade hinkriege. Warte mal. Einmal so gerade rüber. Und oben dann eine andere Farbe grabe, aber ich glaube, das wird nichts. Nein, 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 nein. So. Das Post, da kommt natürlich unser Logo rauf. Muss mal gucken, ob ich das YouTube-Logo da irgendwie rein importiert kriege ins Spiel. Erstmal machen wir es so.
Ist sogar auf beiden Seiten. Hier ist es zu klein, eindeutig. Wieso macht er das? So, warte mal. Wenn ich hier jetzt das große Logo raufhau, macht er drüben automatisch das kleine? Ja. Na dann. Okay, zumindest haben wir jetzt eine extra Tasche. Würde ich sagen, wir machen den Laden erstmal größer. Als nächstes. Haben wir Rechnung bezahlt? Ja. Statistik gibt es noch nicht im Spiel. Und ab Stufe 20 können wir halt auch schon die Auffüller. Da bin ich mal gespannt, wie die genau einräumen werden. Aber auf die Idee kommen wir ja. Gut. Dann sind wir vor heute am Ende. Schön, dass ihr mit dabei wart. Auffüller bin vor allem gespannt, ob sie das schnell genug schaffen oder nicht. Dann übernehmen wir wieder die Kasse. Aber das werden wir sehen. Ich habe eine Unterhose vergessen. Einen Moment. Dunkel. Das geht aber gar nicht. Bitte. So, jetzt ist es schön, dass ihr dabei wart. Tschüssi.